Ein digitales Multi-Liberativ der Vorgänge zu GTA 5 Online. Und wir haben schon, ich habe schon die Charaktererstellung übersprungen. Wir haben dir den besten, das ist Miss Shreen, bester Charakter, den ich je erstellt habe. Und ich würde sagen, wir chillen jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum. Wir können unser Telefon rausholen und das machen wir mal, komm. Wir wollen ja auch was machen. Jobliste, Lamar Überfall, go, go, go. Du hast einen Job von Lamar übernommen. Okay, dann klauen wir uns erstmal ein Auto. Hier, du, hier, ich brauch mal dein Auto. Oh shit, yo. Nigga, yo. So, erstmal erstmal Radio aus, weil ich weiß ja nicht, wie das ist hier mit GEMA und den ganzen Scheiß. Hab ich keine Lust zu, dass das dann irgendwie Komplikation wird. Deswegen gibt's hier kein Radio leider in diesem Spiel. Für euch. Tut mir leid, aber geht halt nicht anders. Jetzt fahren wir erstmal mit dem Auto zu dem Job und ja, da kann ich mal ein bisschen was erzählen. Ich habe jetzt vor, öfters GTA Online zu spielen, weil das Spiel online einfach brutal Spaß macht. Vor allem mit Leuten, wenn man mit den Leuten zusammen zockt. Momentan spiele ich alleine, wie ihr seht, habe keinen anderen. Aber ich werde hoffentlich noch welche finden, mit denen ich auch vielleicht zusammen aufleben kann und ja, zocken kann. Und weiß ich nicht, muss ich mal rumfragen von den Leuten, die ich kenne, die das haben, weil bis jetzt hat das noch keiner dieses Spiel für den PC. Weil entweder die haben es für die Konsole oder haben nicht die PC-Leistung dafür. Und ja, ich habe mir nämlich kurz bevor es rauskam einen neuen Prozessor Mainboard geholt, dass ich das auch schön zocken kann. Und oh, ich fahre hier gerade federfrei durch die Stadt. Schön. Und ja, deshalb würde ich, da kann ich das auch jetzt so problemlos zocken, weil ich auch nicht immer meine 60 FPS habe. Muss ich sagen, gerade habe ich jetzt keine 60, sondern so 50. Aber egal, muss man mit leben. Überfalle den Laden. So, erstmal Fluchtauto parken. Ich, oh, go, okay. Laden, die überfallen werden mit einem, okay. Ja, ja, hier, gib mir dein. Ja. Ja. Tu es. Ja, mach auf. Schrei über das Headset, damit er, los, schneller, los. 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 Um die maximale Warte, bis der ganze Kasse. Los, mach das. Ja, gib mir das Geld. Okay. Wow, was ein Sack. Der schießt dann einfach. Ich hätte die ganze Zeit mit der Waffe auf den ziehen müssen. Okay, jetzt muss ich überlegen, wo ich lang fahre. Okay, das ist eigentlich relativ egal. Überall sind gerade Cops. Vielleicht schaffe ich es hier mit dem Hinterhof zu fliehen. Ja. Sieht doch ganz erfolgreich aus. Wenn der oben jetzt nicht... Oh Gott, ich schaff das. Aber der hat mir in den Rücken geschossen. Eiskalt, der Typ. Eiskalt. Ich habe leider nicht das schnellste Auto, deswegen kann ich nicht so schnell fliehen. Aber so ein Auto ist doch sehr solide und hoffe doch, dass ich das schaffe. Hat ein schönes Handling. Darauf kommt es mir an. Aber hey, da drehe ich mich einmal rum. Auf einmal schießt er mit der Waffe. Ich hätte den doch erledigen sollen. Ich wusste, dass es da nichts Gutes bringt. Und... Aber wir haben den Überfall hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Ihr wundert euch, warum ich so viel Geld habe. Ich weiß es selber nicht. Ich habe nämlich nicht vor... Also die vorbestellt haben, ist ja so, die haben ja einen Bonus bekommen, weil sie halt vorbestellt haben und weil sie lange warten mussten. Es wurde ja auch stetig mehr. Und ja, und den habe ich nicht gemacht, weil ich habe das Spiel gleich am ersten Tag geholt, weil ich nicht vorbestellen wollte, weil ich keine Lust hatte, das so... Okay, wir haben es geschafft. Sehr geil. Und da ich keinen Bock hatte, das vorzubestellen und runterzuladen oder so. Oder Lieferschwierigkeiten. Hatte ich keine Lust, deswegen bin ich in den Laden gegangen, hast du so geholt. Und ja, deshalb. Oh, Black Wolf LP. Bester Let's Play wahrscheinlich. Und dann hatte ich keine Lust gehabt. Und ja, und dann habe ich das trotzdem bekommen. Halte M und das Dings. Das Inventar. Nein, GPS. Okay. Weiter geht's. So, gibt es noch irgendwelche Aufgaben, die ich machen kann? So. Ach, stimmt, ja. So, Snack, bla bla bla. Ich könnte mir echt mal einen Snack gönnen. Oh Gott. Ich muss anhalten zum... Oh, ich hole mir aber vorher den... Das ist eine 8. Ja, ja, 8. Ich hole mir erstmal den 8. Ich liebe eine 8. Aber erstmal Map. Ich brauche Geld. Deswegen fahren wir erstmal Waffen kaufen. Yeah, schön. Ich liebe R8, ey, das ist so ein geiles Auto. So ein schönes Auto ist das. Aber was ich bis jetzt sagen muss, Fliegen ist ultra schwer mit Tastatur und Maus.
Also man kann mit der Maus steuern so ein bisschen, dann ist das so ein bisschen wie Battlefield fühlt sich da. Alter, was ist denn los? Alle leften gerade das Spiel. Was geht hier ab? Ich werde angerufen von Simon. Was geht denn ab? Warum verlassen alle das Spiel? Ja, halt die Klappe. Ja. So, also hier, besorge dir ein Fahrzeug. Ich hatte doch ein Fahrzeug. Und, was für euch war ich? Warum haben wir gerade das Spiel verlassen? Das checke ich gerade überhaupt nicht. Egal. So, erstmal eine schöne Waffe kaufen. Und deswegen habe ich halt so dick Geld. Kann mir jetzt erstmal was schön gönnen. Was? Mega. Nee. Ich muss erstmal. Ach Gott, ich muss erstmal Ränge aufsteigen für Waffen. Das ist ja mega schwul. Egal. Aber auch Amy. Na gut. Größeres Magazin kaufen. Bisschen. Oh, ich brauche Strippus. Oh. Och Mann. Ich wollte. Och Mann. Ich wollte einen Schalter einfach. Ich liebe Schalter einfach. Okay, kann nichts machen. Deshalb hole ich. Geh ich jetzt erstmal ein. Bisschen. Essen. Weil ich brauche Essen unbedingt. Ganz viel Essen. Okay. Radio aus. Okay, Essen. Erstmal kurz checken auf der Karte, wo ich essen kann. Essen, Essen, Essen. Da kann ich einen Raubüberfall durchführen. Essen, wo kann ich denn essen? Nirgendwo kann ich bis jetzt irgendwie essen. Hallo, warum kann ich nicht essen? Ich kann nicht essen. Dann gehe ich mal den Laden ausräumen. Besorg dir ein Fahrzeug. Jo, pff. Dies ist das bereits ein Palsen hat. Du kannst. Aha. Ich muss mir ein anderes Auto suchen, was keinen Pallsender hat. Hätte ich vielleicht auch irgendwann machen. Aber erst soll ich den Laden ausrauben. Mit so einem schnellen Auto kann man ganz gut fliehen. So, dann wollen wir mal. Ich habe jetzt Munition. Zack. So, dann wollen wir mal den Laden ausrauben. So, gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Los. Gib mir dein Geld. Los, mach einmal schneller. Mach schneller, komm. Mach schneller. Los. Mach schneller. Einschüchterung untersteigt. Los jetzt. Gib mir dein Geld. Los, gib all dein Geld. Einmal die Woche passiert das. Schüttel die Cops ab, okay. Schnell zu meinem R8 und dann bam weg. Okay. Wie komme ich am schnellsten hier weg? Drehen und in diese Richtung fahren. Okay, go. Das war doch ein erfolgreicher Banküberfall. Der zweite an diesem Tag, ausgezeichnet. Aber ich glaube, ich muss mir ein älteres Auto suchen. Damit ich das machen kann. Aber dass ich noch keine Immobilien kaufen kann, das ist halt irgendwie. Dass ich mit dem Autos speichern kann oder einen Schlafplatz habe oder sowas. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Für Kleiderwechsel oder so. Yeah. So kommt man um die Kurven und jetzt fahre ich am besten hier, weil der kommt gleich einer. Ey, dieses. Okay, ich hab's geschafft. Besorgt dir ein Fahrzeug. Okay. Okay, kurz mal. Das. So. Karte. Okay, hier kann ich Waffen kaufen, Theater, sonst ist hier nicht so viel. Sonst ist hier nicht so viel. Das heißt, wir suchen uns jetzt ein Auto, was vermutlich keinen Palsender haben wird. Du kannst anbringen, wenn es online gekauft wurde. Ach stimmt, ich kann mir Autos online kaufen. Wenn wir mal hier, zack, Internet, Reise und Transport. Ja, schnelle Autos. Aber irgendwie ein schönes. Das sieht geil aus. Oh Gott, die sind alle so geil aus. Gut, die unteren jetzt nicht so, aber. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Schöner, viele Autos. Eine Stretch, die. Ich brauche kein Motorrad. Den oben fand ich eigentlich ganz geil. Den da, genau. Kaufen. Sie können dieses Fahrzeug nirgends unterbringen. Oh, das gibt Sinn, wenn ich keine. So, verfügbare Immobilien anzeigen. Mal gucken, was kaufen wir dann mal.
Okay, nee, ich möchte irgendwas Günstiges. Dann muss ich wahrscheinlich nach unten scrollen. Einfach nur irgendein Haus. Dann nicht mal was Großes. Eine kleine Bude, eine Butze, wo ich chillen kann. Mit den Homies, nein, Spaß. Wo ich ein Auto zumindest abstellen kann. Das hat was. Gerade eben. Oder nur Garage. So, das Günstigste. Ja. Das ist die Popular Street. Sieht zwar nicht so. Das sieht cool aus. Okay, kaufen. Ah, das ist zu weit weg. Okay, wie kann ich denn auf der Karte navigieren? Ach, hier unten. Okay, so. Okay, herauszoomen. Irgendwas, was hier so ist. Nein, hallo. Wie kann ich denn die Karte. Na, jetzt bin ich zurückgegangen. So, irgendwas, was in meiner Nähe ist. Mal gucken. Hier. Hafengelände. 10 Autos kann ich da bringen. Auf. Gekauft, Junge. Gekauft. Ich kann, muss erst Level 5 sein, Mann. Ich muss auch für alles ein Level 5 sein. So, das sieht doch nicht so aus, als ob das ein Peilsender hätte. Deutsch hatte gerade gar keine Waffe da. Keine Mütze auf dem Kopf. So, begib dich zu Los. Ah, ich möchte ein anderes Auto haben. Bin jetzt kein Fan von diesem Auto. Na, ich muss aber. Okay. Los Santos Customs. Wo sind die denn? Hier oben. Oh, da sind wir. Okay. Aber wenn man, kann man irgendwie standardmäßig einstellen, dass das Radio auf aus ist, weil. Das wäre halt echt ziemlich praktisch. Müssen wir das nicht jedes Mal machen? Yeah. Muscle Car sogar. Stimmt ja, sieht man. Okay, dann wollen wir mal gucken. Befestige du. Erscheint jedes Mal, wenn du aussteigst. Okay. Ach so, okay. Wenn ich mir jetzt dann ein Auto kaufe, weil ich eine Garage habe. Okay. Dann läuft das. Du kannst eine Serie für Fahrzeuge abschließen, wenn ein Fahrzeug. Kannst du einen Anspruch haben. Okay. Das ist ziemlich cool. So, wenn du jetzt ein geiles Auto kaufst oder irgendwie bekommst, dann kannst du das immer behalten. Das ist ziemlich cool. Runterladen. Lol, ich kann das off. Das finde ich cool. Wusste ich nicht. Ich habe das ja nie so intensiv gespielt auf der Xbox mit App und so ein Kram. Also, das ist halt ziemlich cool jetzt, wenn man das halt so liest. Ich meine, vielleicht manche von euch ist das so ein bisschen. Kennen wir alles schon. Aber ich möchte eigentlich gerne Peilsender anbringen. Genau. Vollkasko. Komm mal, ein Vollkasko. Erstmal eine schöne Sch Lackierung. Also, ich meine, muss man ja nicht hier. Nein, noch nicht chrom. Ich bin bescheuert. Das ist matt. Matt ist die Farbe, die ich will. Matt. Crew-Emblem. Habe ich ein Crew-Emblem? Ich habe kein Crew-Emblem. So, Reifen. Na, das machen wir irgendwann anders. Aber dann nehmen wir gleich ein dickes, geiles Auto, was wir da tunen. Yeah, chillig. Hauptsache matt schwarz. Bin ich ein Fan von. So, haben wir auch die Aufgabe erledigt. Juhu. Okay. Kannst du das. Blablabla. Bla bla, warte mal. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt aus. Ah, dann zeigt das auf der Karte wieder eine Kampagne. Okay, das ist gut. Das ist ausgezeichnet. Und dann würde ich sagen, das war's auch mit dieser Folge. GTA San Andreas Online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Und wenn nicht, bin ich traurig. Deswegen haut rein, macht's gut und ciao.